Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Unboxing. Ich habe gerade schon die Fairybox angeboxt und die nächste Box ist auch schon gekommen und ich bin mega gespannt, was drin ist, weil die Preview von letzten Monat war ja sehr interessant, weil da interessante Marken mit dabei sein sollen. Ihr habt es schon gelesen, warum verheimliche ich euch? Hier, die My Little Box ist gekommen und die werden wir jetzt natürlich miteinander auspacken. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei, da sind alle aktuellen Gewinnspiele online. Vor diesem Video kam das Boxengewinnspiel online und das war ein Dienstagsgewinnspiel, ist noch online, würde mich freuen, wenn ihr da einfach vorbeischaut und mitmacht. Wir haben hier wieder einen Karton, den ich natürlich schon aufgeschnitten habe, weil ich keine Schere hier oben habe. Und den machen wir jetzt auf. Wundervoll gestaltet. Oh, die ist so schön. Seht euch die Tasche an. Sieht richtig aus wie so ein Braut-Make-up-Tasche. Wie schön ist sie bitte? Oh. Hier steht schon My Little Box zusammen mit Kiehl's, Biotherm und Lancôme. Ich bin so gespannt. Gucken wir, ich mag nicht gleich alles vorlesen, weil das steht hier drauf. Ja, das sind tatsächlich die Produkte hier. Aber hier oben steht noch was anderes. Skincare Heroes. Welcher Trend ändert sich nie? Schöne Haut. Wir bringen Licht in den Skincare-Dschungel und präsentieren dir diesen Monat unsere perfekte Bremen-Routine für den Übergang vom Winter zum Frühling. Aber nicht nur das. Entdecke mit unseren gemeinsam erprobten Geheimnisse schönen Haut, effektiv super Ingredienzen, erlerne eine Massagetechnik und werde selbst zur Skincare-Expertin. Genau. Hier steht noch My Little Skin Care Academy. Einmal was von Calendula officinalis, also Ringelblume, Live-Plankton und Hyaluronsäure. Lese ich euch aber jetzt nicht vor, weil sonst wird es wieder zu viel. Genau, das steht einmal hier unten drin. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich die Box auf. So sieht, wie gesagt, die Wunder. Also, tut mir leid, aber auch wenn wir immer so viele Taschen drin haben, ich bin echt froh, dass ich die bekommen habe. Ist die schön? Ist die schön? Ich bin begeistert. Und? Okay, ich glaube, dieses nehme ich zum Schluss raus. Ich weiß jetzt nicht. Haben wir eine extra? Egal, ich nehme erst die kleinen Produkte raus, beziehungsweise erstes in der Schachtel. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Zettel drin. Und zwar My Little Box X Lancôme. Okay, gucken wir nachher an. Das ist das, was ich jetzt gerade nicht weiß, das wo hier nicht draufsteht. Werde selbst zum Skincare-Experten. Unsere Freunde von Flaconi gehören zu unseren liebsten Destinationen in Mainz, wenn es um Parfüm, Skincare, Make-up und Hautpflege oder angesagte Tools und Accessoires geht. Sie gehören zu den führenden deutschen Online-Shops für Beauty-Produkte und bieten eine riesige Auswahl an. Entdecke die Skincare-Produkte von Lancôme, Biotherm und Kiehl's aus dieser Box und vieles mehr. 10% Gutschein. Ach Gott, das ist ein ganz komischer Code, kann ich nicht vorlesen. Genau, also einmal ein Code und dann haben wir etwas mit dem Gesicht überstreicht. Ich denke mal, dass das hier drin ist, weil das sehe ich hier auf dem Bild schon. Und zwar haben wir hier Drück auf Pause. Massagepilz aus Jade. Dieser Magic Mushroom 2.0 öffnet das geheime Portal zu deiner Deluxe Me-Time. Er entspannt dein Gesicht, mildert Fältchen und die Augen und wirkt dank der berühmten Jade-Eigenschaften entzündungshemmend und beruhigend. Am besten zusammen mit einer Creme oder Serum. Genau, und da ist hier schon mal zwei drauf. Und zwar einmal die Drainage, langsam von innen nach außen über das Gesicht streifen, feine Linien AD, massiere die gesamte Stirn mit Bewegungen von den Augenbrauen zum Haaransatz, um Mikrofältchen zu mildern. Wie pflege ich ihn? Vergiss nicht, deinen Jadesteinpilz vor und nach dem Gebrauch mit klarem Seifenwasser abzuspülen, damit er für deine nächste Me-Time bereit ist. Genau. Und der sieht einmal... Ich finde den toll! Ein Massagepilz. Oh, toll. Oh, ich muss mir jetzt den Hals. Übers Gesicht will ich jetzt nicht gehen, weil... das ist ja mega. Hier steht auch My Little Box drauf. Ist das cool. Das ist mal was anderes, nicht immer der Gouache. Und ja, es ist wieder ein richtiger Stein. Glossy Box, ein richtiger Stein. Kein Plastikteil. Da freue ich mich sehr darüber. Mega, da bin ich sehr gespannt, wie der ist. Und hier, wie gesagt, Massage-How-To. Da ist einmal das mit dem Fältchen ist mit dabei hier drauf. Und die Drainage ist hier gar nicht drauf, oder? Erstens streiche mit der breiten Seite Massage-How-To. Scanne QR-Code und schalte die Playlist für deine Me-Time ein. Verteile einen Tropfen deines Advanced... Okay, das sage ich noch nicht. Von Lancôme auf dein Gesicht auf und los. Streiche mit der breiten Seite des Steins von der Mitte deiner Stirn aus von innen nach außen. Zeichne dann mit sanftem Druck deine Augenbrauen nach. Zweitens, mit etwas mehr Druck bewegst du den Jadestein von den Mundwinkeln zu den Ohren. Folge dabei den Konturen deiner Wangenknochen. Dann drittens, verwende nun die Seite des Steins und massiere sanft die inneren Augenwinkel bis hin zur Schläfe. Anschließend etwas tiefer entlang der Wangenknochen von innen nach außen. Und dann viertens, mit der flachen Seite des Steins gehst du zur Mitte des Kinns und massierst entlang deiner Kieferlinie. Zuletzt Verwöhne von deinem Kiefer aus die Holzpartie bis hin zum Schlüsselbein. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Ne, cool. Muss ich das auf jeden Fall auch aufheben, wenn das draufsteht. Freue ich mich sehr. Freue ich mich wirklich sehr. Dann machen wir die kleinen Produkte, die stehen hier drin. Und zwar Step 1. Guck, dass ich die so raussuche, wie sie hier draufstehen. Nach Steps. Und zwar haben wir Step 1 einmal von Kiehl's, das Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash mit Calendula Flower Extract. Genau. Das habe ich tatsächlich auch empfohlen bekommen von einer YouTuberin, die ich sehr gerne gucke, Alena Davison heißt sie, glaube ich, ja. Auf Instagram auf jeden Fall Alena Rammer, und die gucke ich wahnsinnig gerne, ist eine kanadische YouTuberin und die liebt es. Also wir haben hier Step 1, reinigen mit dem Calendula Face Wash, hochwirksamer Reinigungsschaum für das Gesicht mit beruhigenden und fördert, wirkt beruhigend und fördert einen glatten Teint. Revitalisiert normale bis fettige sowie empfindliche Haut. Einmal von Kiehl's, das Calendula Face Wash. Muss ich mal gucken, das habe ich nämlich schon, ob ich das vielleicht verlose, vielleicht aber auch was anderes. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke erst, was drin ist. Dann hatten wir Step 2, und zwar hatten wir da hier einmal von Kiehl's das Calendula Herbal Extract Toner alkoholfrei. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht in der Kiehl's Box drin gehabt, den werde ich auf jeden Fall behalten. Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Face Toner, alkoholfreier Toner für reinere und ebenmäßigere Haut. Mildert Unreinheiten und verfeinert das Hautbild. Dank Calendula und Allantoin beruhigt der Toner strapazierte Haut und mildert den Glanz. Kann ich auf jeden Fall brauchen. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu Step 3, der ist hier, und zwar einmal dieses hier, leider bloß ein kleines. Ja, es ist alles klein, es ist aber dieses Mal dafür mehr. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich meine, aber ich denke, manche werden sich darüber aufregen, dass das nur Proben sind. Genau, einmal das hier. Kennen wir ja auch schon. Das habe ich schon, bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Doof, wenn man nicht weiß, ob man die Produkte schon hat oder nicht. Gezielte Pflege Advanced Geniefix Serum. Das Serum stärkt die Hautschutzbarriere und unterstützt das Mikrobiom durch seinen innovativen Wirkstoffkomplex aus Hyaluronsäure, Vitamin C und 30 Millionen Prä- und probiotischen Extrakten. Freue ich mich auch sehr. Von Lancôme einmal was. Und dann geht es weiter mit Step 4 massieren. Das war jetzt der Guasha-Stein. Step 4 massieren. Massagestein aus Jade. Jade hat von Natur aus reinigende, antientzündliche und abschwellende Eigenschaften und eignet sich daher perfekt zur Einarbeitung des Serums auf deiner Haut. Regelmäßige Massagen entspannt das Gesicht nachweislich und mildern feine Linien. Genau. Und dann kommen wir zu Step 5. Das ist, das glaube ich, von Biotherm Aquasource Hyalu Plump Gel. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Da ist auf jeden Fall dieses Live-Plankton drin. Und zwar Step 5 Pflege Aquasource Hyalu Plump Gel. Intensive Feuchtigkeitspflege für normale bis Mischhaut. 5000 Liter Thermalwasser und 70 Mineralien für deine Haut. Balance, das regenerierende Live-Plankton und Hyaluron spenden deiner Haut bis zu 48 Stunden Feuchtigkeit. Das hört sich interessant an. Das kenne ich tatsächlich auch. Also ich habe zwar schon viel von Biotherm, aber das kenne ich tatsächlich noch nicht. Und dann haben wir als letztes Step 6, den grünen Abschluss. Was ist das? Ah ja, Hydrating Lip Balm. Okay, dann wird der zu euch in die Verlosung wandern. Der ist echt fest. Dann wird der zu euch in die Verlosung wandern, weil ich habe eindeutig genug Lip Balm, den ich noch aufbrauchen muss, und den bekommt dann ihr. Und zwar Step 6, grünender Abschluss. Beurre de Lèvres. Keine Ahnung. Das geschmeidige Lippenbalsam wird aufputzen und pflegt deine Lippen mit 5 natürlich gewonnenen pflanzlichen Ölen sowie Akazienzucker. Ja, das wird dann, wie gesagt, zu euch in die Verlosung wandern, und das war's dann. Also wir haben insgesamt 6 Pflegeprodukte drin. Nein, 5 Pflegeprodukte und ein Guasha-Stein. Und jetzt kommt das, wo ich geguckt habe. Und es ist dann anscheinend tatsächlich das nur extra. Da ist tatsächlich ein riesen La Vie est Belle Parfüm drin, sogar die Richard Orlinski Limited Edition. 50 Milliliter. Wisst ihr, wie viel es kostet? Und das als Le Extra. Da hat sich das Le Extra... Alter, ich bin so froh, dass ich das Le Extra bestellt habe. Es ist so toll. Letztes Mal hatten wir ja das Laura Mercier Puder drin. Nur das erste Mal, da hat es mich nicht so überzeugt. Das war tatsächlich das erste Mal, wo ich das Le Extra bekommen habe, und habe mir gleich so gedacht, hätte ich es doch nicht bestellt. Aber das hat mir bis jetzt nur Vorteile gebracht. Sonst waren bisher alle Le Extras so wahnsinnig toll. Drunk Elephant hatten wir schon drin. Wie gesagt, Laura Mercier. Jetzt Lancôme. Da lohnen sich die 5 Euro mehr im Monat auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Wir haben auch den Adventskalender um 5 Euro billiger bekommen. Alter, ein riesen Lancôme-Parfüm. Sonst hätte ich nur die kleinen Produkte drin gehabt. Wie mega ist das? My Little Box, mega. Mega, mega, mega. Genau, und da ist eben die Karte dazu da. My Little Box Le Extra X Lancôme. La Vie est Belle Limited Edition. Das Leben ist, was du daraus machst. Mach es wunderschön. Lancôme Bestseller Duft La Vie est Belle feiert das Leben und versprüht eine feine Komposition aus Schönheit und Kraft, die unsere Vibe à la Parisienne perfekt zur Geltung bringen. Das Eau de Parfüm ist jetzt sogar wieder befüllbar. Okay, cool. Auch dieser limitierte Flacon aus der exklusiven Design Edition mit Richard Orlinski. Erlebe die perfekte Balance zwischen der Noblesse von Iris Pallida, der sinnlichen Tiefe von Patchouli und einem verführerischen Vanilleakkord. Dein La Vie et Belle Duft ist wie pures Glück. Ein Flacon und ein exklusives Extra im März. Noch mehr Extras mit dem Code BOX25 bekommst du online auf Lancôme 25% zu deiner Bestellung. Leider sind Kalender ausgeschlossen und reduzierte Ware, ist ja logisch. Alter! Ich bin sehr froh, dass ich das extra bestellt hätte. Da hätte ich mich diesen Monat auf jeden Fall geärgert, wenn ich das gesehen hätte. Sorry, ich freue mich gerade so. Ich freue mich so gerade. Ja, und es war tatsächlich die Box. Und tut mir leid, aber die Box kann jetzt gar nicht mehr schlecht werden. Allein schon mit den Pflegeprodukten nicht. Ich finde die Lifestyle-Produkte dieses Mal haben und das Leg Extra ist abartig gut. Die Box ist der Hammer. Wir gehen nochmal durch. Wie gesagt, das La Vie et Belle als Leg Extra. Einmal die wirklich wunderschöne Tasche. Einmal der Gouache, mal in einer anderen Form. Finde ich auch toll. Ich tue jetzt dabei alles wieder rein. Dann auch noch so tolle Marken, auch wenn es kleine Größen sind. Aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Ob sie jetzt zwei große Produkte reinpacken, beziehungsweise drei große Produkte oder fünf kleine. Und so klein sind die tatsächlich auch nicht, finde ich. Also es sind schon Luxusprobegrößen. Keine kleinen Probegrößen. Genau, und zwar von Biotherm einmal Aquasource Hyalou Plump, von Kiehl's das Ultra Facial Wash, dann einmal von Kiehl's das Toner, passend zum Facial Wash, dann von Lancôme das schöne Filk und einmal von Biotherm der Lip Balm, der wird ja zu euch in die Verlosung wandern, auf jeden Fall, zusammen mit dem Produkt aus der Fairybox, was auch toll ist. Schaut da dann auf jeden Fall vorbei. Ja, und das war tatsächlich alles, was in der Box drin war. Ich würde aber sagen, das war auch genug. Ich glaube, das wäre extra, das können sie jetzt nicht mehr toppen. Es kann die nächsten Male gar nicht mehr besser werden. Und es war wirklich schon so gut. Bis jetzt hatten wir zwar überwiegend Probegrößen drin, muss man sagen. Also zum Beispiel von dem Drunk Elephant, das war bloß eine Probegröße. Und auch das Laura Mercier war eine Probegröße. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich bin so begeistert. Für mich geht es beide Daumen nach oben. Holt euch das Le Extra. Es lohnt sich so wahnsinnig. Ich kann es euch sagen, es lohnt sich. Ich bin mega begeistert. Mega begeistert. Jetzt höre ich mit dem Schwärmen auf. Ihr wisst es jetzt. Das war die Box. Wie gesagt, von mir einen fetten Daumen nach oben. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, was sagt ihr zu der Box. Hammer, oder? Nein, ich will eure Meinung natürlich auch wissen. Ehrlich, es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht gefällt. Gibt's ja immer, es ist immer Geschmackssache. Genau, und ihr könnt auch sehr gerne sowas in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Und auch sehr gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr kein Unboxing, kein Video, kein Gewinnspiel, kein Haul, kein gar nichts mehr. Und da würde ich mich auch natürlich sehr freuen, weil es mich sehr unterstützen würde. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.